Also, wir sind in der siebten und machen mal astronomische Betrachtungen ganz einfach deswegen, weil wir es einerseits brauchen werden, brauchen in Anführungsstrichen. Das ist nicht schlimm, wenn man es nicht wüsste, aber man sieht viel mehr, wenn man weiß, was man sieht. Und da wir uns ja bei unserer Fahrt dann auch mit Sternen, Planeten und ähnlichen Dingen beschäftigen werden, muss man wissen, worum es geht. Sonst guckt man ins Blaue und sagt sich, naja, es war schön, aber ich weiß nicht, worum es geht. So, wir nehmen das mal als Erde und einmal rum um die Erde, jetzt aber nicht in Kilometern, sondern in Winkeln, sind 360 Grad. Ich glaube, da sind wir uns einig, ne? Jetzt mal bitte folgende Überlegung. Und zwar, wie viel Grad bewegt sich scheinbar, denn wir bewegen uns ja an der Sonne sozusagen vorbei, wenn wir hier sind, hier oben auf dem Punkt. Wie viel Grad bewegt sich die Sonne scheinbar in einer Stunde? Wir brauchen bloß eine Verhältnisgleichung aufzustellen. Wir sagen, 360 Grad dreht sich die Erde in 24 Stunden. Wir wollen aber eine Stunde wissen und dann nehmen wir den Winkel. Sagen wir Winkel Alpha. Also eine Stunde hier. Alpha. Naja, jetzt müsste es leicht sein. Mal eine Stunde, dann kürzen sich die Stunden. Ne? Der Rest ist ganz leicht. 360 durch 24, das kürzen wir mal. Kürzen wir uns mal ran. Durch 12 passen sie beide. Durch 12 heißt 30, durch 12 heißt 2. Na, und jetzt wird es noch leichter. Durch 2 und durch 2. Und dann haben wir 15 Grad. Schreiben wir die mal hier oben hin und streichen sie hier weg. Da ich aber mal eine Stunde genommen habe, ne, kürze ich die Stunde dann auch noch weg. Also Antwort ist ganz einfach. 15 Grad bewegt sich die Erde in einer Stunde um sich selber rum. Das heißt, die Sonne, die verschwindet dann auch so schnell. Jetzt mal für unsere Sternbetrachtung brauchen wir noch eine Kleinigkeit. Ich werde es mal skizzieren. Und zwar, wenn ich meinen Arm ausstrecke und über die Hand peile und eine Faust mache, dann habe ich doch hier praktisch, hier ist der Daumen, dann habe ich doch praktisch hier diese vier Höcker von den Fingerknöcheln. Das kann man sich merken, da kann man einen Winkel messen. Das sind 8 Grad. Bei jedem Menschen ziemlich gleich. Wenn ich die Hand gar ausstrecke, also richtig weit ausstrecke, die Finger richtig schön auseinanderstrecke, 1, 2, 3, noch einer, dann ist das ein Winkel von 20 Grad. Kann man sich auch merken. Und wenn ich über den Daumen peile, über meinen eigenen Daumen, dann sind das 2 Grad. Das kann man sich mal merken, dafür, weil man dann sehr gut Winkel überhaupt messen kann. Immerhin 8 Grad, 20 Grad, 2 Grad, das lässt sich gut machen. Und wenn man gut schätzen kann und sagt, naja, das ist eigentlich nur der Abstand, den ich messen wollte, also den Winkel, den ich messen wollte, der geht nur zur Hälfte von diesen, dann habe ich 10 Grad und vielleicht kann man dann auch noch 2 Daumenbreiten als 4 Grad nehmen oder eine halbe Daumenbreite als 1 Grad. Also da kann man schon einiges mit anfangen. Wie gesagt, bei ausgestreckten Armen gilt das, ne? Den Arm von sich gestreckt. Und dann klappt das. Das jetzt mal dazu. Das heißt aber auch, wir müssen uns wahrscheinlich teilweise beeilen. Ich mache jetzt mal lauter, damit es besser auffällt. Ich kann leider nicht jetzt weiß auf schwarz malen. Ich mache mal solche blauen Sterne. Beispiel, ich habe hier einen Stern und ich habe den anderen Stern und ich möchte wissen, wie weit sind die voneinander entfernt? Dann kann ich das mit der Hand oder dem Daumen oder sonst was machen und komme dann auf irgendwelche, aber keinen echten Entfernungen, sondern Winkel. Womit hängt das zusammen? Ganz einfach. Wenn ich schaue und messe diesen scheinbaren Abstand mit der Hand, also diese 8 Grad, oh, 80 Grad, ja, 8 Grad, dann muss ich mir darüber klar sein, dass diese 8 Grad genauso vielleicht bei einem Auto, was in der Nähe steht, gerade entstanden sein können, genauso bei einem riesigen Gebäude, was irgendwo steht, entstanden sein können. Und wenn ich noch weiter entfernt gehe, jetzt sind meine Sterne verrutscht, beziehungsweise ich habe Mist gemacht, dann könnte das durchaus sein, dass ich damit auch die Sterne gemeint habe. Also es ist nur ein Winkel. Wenn ich das hier, na, wenn ich das jetzt hier mal verlängere, ne, dann könnten die 8 Grad auch der Abstand zwischen den Sternen sein. Das ist aber kein echter Abstand in Kilometern oder Lichtjahren oder sonst was, sondern es ist nur ein Winkelabstand. Wofür ist das noch bedeutend? Ich male mal so einen einfachen Horizont. Wir gucken über den Horizont. Hier haben wir einen Wald stehen und so weiter und so fort.
Hier haben wir eine freie Fläche, hier haben wir wieder einen Wald stehen. Und die Sterne bewegen sich alle, können wir uns merken, so wie die Sonne auch, von links nach rechts. Links nach rechts. So kann man es ganz einfach sagen. Also dem Uhrzeigersinn nach bewegen die sich. Und wenn ich jetzt sage, naja, jetzt langsam sehe ich einen Stern, den mache ich mal rot. Und dieser Stern, der ist noch ein Stückchen über dem Horizont entfernt, aber der wird ja mal irgendwann hier untergehen. Und wenn er hier in dem, sagen wir, entweder Wald oder hier schon kurz vorm Horizont in Wolken eintaucht, dann habe ich Pech gehabt. Dann kann ich abschätzen, wie schnell muss ich jetzt sein, mein Fernrohr aufzubauen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur 8 Grad gemessen habe. Also hier bis zu den nächsten Wolken oder Bäumen oder so weiter, wo der Stern dann sein wird, kann ich nicht mehr beobachten. Hier habe ich noch 8 Grad. Jetzt mal ganz rund gerechnet, auf das bezogen, wie viel Zeit habe ich noch, diesen Stern angucken zu können. Ganz genau, eine halbe Stunde. Klar, warum? Nur eine halbe Stunde. Ich habe also hier noch Zeit, eine halbe Stunde den zu beobachten. 0,5 Stunden schreibe ich mal. Jetzt gibt es eine Frage. Jetzt drehen wir die Sache mal um. Wenn man in die Zeitung schaut, da gibt es meistens so einen astronomischen Teil oder man schaut im Internet nach und sagt, naja, wir wollen ja unbedingt heute Abend mal den Saturn angucken. Das ist der scheinbare Stern, der so toll abgeplattet ist und der außenrum so einen schönen Ring, so ein Ringsystem hat. Und wir wollen den unbedingt sehen. Und da steht drin, Aufgangszeit dieses Planeten, das ist ja ein Planet, Aufgangszeit ist meinetwegen 1 Uhr nachts. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir erstmal nachdenken. Wenn der aufgeht, dann ist er aber gerade so über dem Horizont. Da habe ich aber so viel Dunst und Nebel und eventuell wieder Bäume oder sowas stehen, dass ich den gar nicht sehen kann. Damit er einigermaßen über dem Horizont hoch ist, brauche ich noch eine gewisse Zeit. Ich sage also 1 Uhr, naja, 15 Grad sollte sich noch weiter bewegen, ich muss noch eine Stunde warten. Jetzt kommt noch ein Problem. 1 Uhr, was ist denn das? MEZ oder ist es MESZ? Was ist der Unterschied? Ganz genau, 1 Uhr, jetzt gucke ich nach und da steht MEZ. Oh, wir haben aber MESZ, also mitteleuropäische Sommerzeit. Na dann. Dann ist es ja jetzt, nehmen wir mal an, es ist gerade 23 Uhr. Und 23 Uhr ist es eigentlich ja in der Sommerzeit. Wie spät ist es denn dann nach mitteleuropäischer Zeit? Dann ist die echte mitteleuropäische Zeit 22 Uhr. Das heißt, ich müsste noch, wenn das auch MEZ ist, müsste ich noch 3 Stunden warten. Aber dann sehe ich noch nicht richtig. Dann ist er gerade mal am Aufgehen. Dann muss ich wahrscheinlich noch 4 Stunden warten. So lange dauert es. Und da überlegt man sich, dann lohnt sich das heute oder lohnt sich das nicht. Man guckt sich das Wetter an. Oh Gott, sind sowieso Wolken. Pff, ich gehe ins Bett, lohnt sich nicht. Ne? Da lässt man es sein. Ganz nebenbei, was wir da auch sehen werden, sind solche Gebilde. Und zwar jetzt, ich habe schwarz auf weiß und weiß auf schwarz sieht man es dann und leicht bläulich, leicht rötlich oder sonst was. Das sind echte Galaxien, Sternennebel. Oder die sehen so aus von der Seite, wie so ein Diskus. So leicht verdickt. Selbst solche Dinge werden wir dann alle sehen können. Also der Himmel ist voll davon und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Problem. Die Dinger, die sieht man mit bloßem Auge nicht. Kleinen Moment. Die sieht man mit bloßem Auge nicht. Das heißt, man muss sich jetzt wieder am Himmel orientieren und da geht das wieder los. Das heißt also, wo sind die zu finden? Und da haben die echte Koordinaten. Koordinaten heißt Ko zusammen und Ordinaten, also Richtungen, zusammenwirkende Richtungen. Ich kann also sagen, zum Beispiel, das Ding steht da oder da. Ja, das nützt mir nichts. Wenn ich die Höhe habe, dann brauche ich auf jeden Fall noch etwas anderes. Ich brauche also, das ist wie bei einer Art Schatzsuche, verschiedene Dinge. Wenn ich zum Beispiel sage, hier ist ein Schatz vergraben und ich stehe hier und jemand sagt, geh genau in Richtung 85 Grad mit deinem Kurs, ja, dann sage ich 85 Grad gegenüber Nord, nicht Mord, Nord, 85 Grad ist der Kurs, ja, wie weit muss ich denn gehen? Dann muss ich sagen, wie weit? Sonst gehe ich hier, buddle da und da ist der Schatz. Ne? Das war nichts. Das heißt also Himmelskoordinaten, damit müsst ihr euch aber nicht beschäftigen, das mache ich dann.
Das bloß nebenbei. Da kämen wir dann wieder auf diese Winkel. Das ist jetzt aber ein kleines bisschen zu kompliziert. So, diese Betrachtungen, die reichen uns. Wie gesagt, es geht um Winkel, solche Dinge und dass wir da ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, ihr merkt euch das hier, diese 8 Grad, 20 Grad, 2 Grad, die sind echt nützlich für alle möglichen Dinge. Wir merken uns aber auch, dass die Entfernung von Sternen nicht eine echte Entfernung als Länge ist, sondern nur eine Winkelentfernung. Denn ein Gebäude oder Auto oder sonst was kann man auch Winkel messen, ne? Wenn die genauso meinen Handrücken überdecken hier. So, und bedeutsam ist zum Beispiel, wenn wir 8 Grad gemessen haben, dann wird er sich noch eine halbe Stunde hier zum Beispiel sehen lassen, dieser Stern, oder. Solche Dinge alle. Damit kann man was anfangen. Ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab. So.